Hallo bei Rennrad News, wir sind hier in Nizza an der Côte d'Azur und vor mir steht das neue Canyon Ultimate CFR, so wie ich es hier getestet habe. Ihr seht schon, es hat das Cockpit, womit alle gerechnet haben, das integrierte Cockpit, das Cockpit, was auch das Aeroad hat, mit dem verstellbaren Vorbau, in der Höhe verstellbaren Vorbau. Und es hat auch sonst noch einige Neuerungen. Es ist zum Beispiel sehr leicht geworden. Das Rad, was vor mir steht, haben wir eben an der Waage gehabt und das wiegt 6,23 Kilo mit den Sachen, die jetzt da dran sind, also den Flaschenhaltern und dem Vorbauhalter. Der ist übrigens auch neu. Und außerdem wurde das Rad aerodynamischer. 10 Watt, sagt Canyon, spart es im Windkanal. Mit Dummy sind es 5 Watt gegenüber dem Vorgänger Ultimate. Ja, alle Details zu dem Rad erfahrt ihr hier im Video. Bleibt dran, es gibt auch viele schöne Aufnahmen hier aus Nizza, wofür das Rad eigentlich perfekt gemacht ist hier für die Gegend in Nizza. Denn es gibt hier eigentlich viele richtig steile Anstiege und auch ein paar mythische Berge, die wir auch gefahren sind. Und da kann man die Leichtigkeit von dem Rad so richtig spüren. Es hat auch super leichte Laufräder. Alles erfahrt ihr jetzt hier im Video. Ich bin wieder zurück aus Nizza und habe meine Probefahrten vor Ort beendet und will euch noch einiges zu dem Rad erzählen. Und das Wichtigste, fangen wir gleich mit den größten Neuerungen an, die es beim Canyon Ultimate der 5. Generation gibt. Das Rad ist ja ein Rad mit einer langen Geschichte von Palmarès in der Renngeschichte. Es ist schon seit fast 20 Jahren auf dem Markt. Manche erinnern sich vielleicht noch an das erste Ultimate, was unter anderem mit Zusammenarbeit von Christian Smolik von der Tour damals entstand, eines der leichtesten Race-Rennräder überhaupt, damals sehr beliebt bei Amateuren, bei Kriterien und so weiter. Und an diese Tradition schließt natürlich auch das neue Ultimate nahtlos an. Es ist ein reinrassiges Race-Rennrad und dem entspricht auch das Gewicht von jetzt 6,2 Kilo. Damit ist es ungefähr so leicht wie ein Komplettrad vom Specialized Ethos oder ein Cervelo R5. Auf diese Bikes zielt das Rad alle vergleichbaren Räder oder sehr viele vergleichbare Räder, ja, findet ihr im Artikel auf Rennrad News, den ich euch sehr ans Herz legen möchte. Ja, was sind die wichtigsten Neuerungen außer dem leichten Gewicht? Das Gewicht übrigens vielleicht nochmal angemerkt, geht nicht zurück auf nur einen leichten Rahmen, sondern Canyon hat auch an den Komponenten gespart. Der Rahmen des CFR Topmodels, das wir gefahren sind, wiegt so ungefähr 730 Gramm. Die Gabel nochmal so 330 Gramm. Das heißt, man hat sein 1000 Gramm Rahmenset, also kein Sub-1000 Gramm Rahmenset, wie vielleicht andere Hersteller, aber man hat zum Beispiel eine super leichte neue Sattelstütze, 70 Gramm wiegt die nur an dem Topmodell und auch an anderen Stellen gespart. Das ganze Cockpit wiegt zum Beispiel nur 400 Gramm, aber insgesamt hat Canyon gesagt, man möchte Wert auf einen robusten, haltbaren Rahmen legen und hat nicht so viel gewichtsmäßig herausgekitzelt, wie denn vielleicht möglich gewesen wäre. Natürlich setzt man beim Topmodell trotzdem auf Hightech-Carbonfasern und wie immer gibt es diese drei von Canyon bekannten Ausstattungsniveaus mit verschiedenen Carbonqualitäten. Einmal das CFR-Niveau, was wir gefahren haben, dann das CFSLX-Niveau und das niedrigste Niveau ist dann das bekannte CFSL-Niveau. Einen Alurahmen gibt es ja schon seit geraumer Zeit nicht mehr vom Ultimate, den gibt es auch in der neuen Generation nicht mehr. Ja, was ist neu? Neu ist neben dem Gewicht, neben dem neuen Rahmen, auch eine Aero-Optimierung, habe ich auch schon erwähnt. Das sind 10 Watt bei 45 km/h. Das ist eigentlich eine ganze Menge. Nimmt man außerdem in Betracht, dass das alte Ultimate ja auch schon ein bisschen Aero-optimiert war, ist das eigentlich ein großer Schritt. Viel geht wahrscheinlich darauf zurück, auf eine andere Neuerung, und zwar das neue Aero-Cockpit. Das ist so das ähnliche Cockpit wie beim Canyon Aeroad. Also das heißt, es ist halt so eine Art Schaft, der in der Gabel sitzt und es kann dadurch sowohl in der Höhe verstellt werden, über 1,5 cm nämlich ganz genau, und der Lenker kann in der Breite verstellt werden. Ich finde das eine ergonomisch sehr spannende Sache. Mir gefällt es sehr gut. Ich finde, es hat auch einen sehr angenehmen Komfort beim Fahren dieser Lenker. Nicht zu hart, nicht zu weich. Und ich fahre den eigentlich meistens in der schmalsten Position. Ich habe auch eher schmale Schultern. Aber ich finde es sehr gut, dass man den Lenker auch nachträglich noch an seine Bedürfnisse anpassen kann. Zum Beispiel auch breiter machen kann, wenn man, sag ich mal, ein bisschen komfortabler fahren will. Ja, das war das Cockpit. Das bedeutet auch, dass natürlich alle Leitungen integriert verlegt sind beim neuen Canyon Ultimate. Sie wandern dann direkt ins Steuerrohr. Nur
zwei Modelle gibt es, bei denen das nicht der Fall ist. Das sind die Einstiegsmodelle, das CFSL mit Shimano 105 mechanischer und mit Shimano Ultegra mechanisch. Die haben keine vollständig integrierten Leitungen und Züge und die haben auch ein anderes Cockpit. Bei allen anderen Modellen sind die Leitungen und Züge, die es ja nicht mehr gibt, sondern nur noch Kabel, vollständig integriert. Ja, was ist noch neu? Es gibt, wie die schon erwähnte Sattelstütze, die auch komfortabel ist. Die gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Einmal mit Zero Setback, einmal mit 20 mm Setback. Und dann gibt es noch einen neuen GPS-Halter, der sehr spannend ist. Der kommt nämlich aus dem 3D-Drucker. Den haben wir mit Wahoo gefahren. Den geht es aber auch für Garmin-Mount. Dann gibt es noch ein paar andere Neuerungen. So gibt es zum Beispiel im Zubehör von Canyon ein Licht, was genau auf ein Rücklicht, was genau auf die Sattelstütze angepasst ist, was sich schön aerodynamisch integriert. Also das Thema Aerodynamik hat Canyon ziemlich durchdacht und weit vorangetrieben. Ja, schauen wir uns direkt die Ausstattungen an. Das Canyon Ultimate kommt in 11 verschiedenen Modellvarianten. Los geht's mit Shimano 105 Niveau für 2.700 Euro rund und Schluss ist erst über 10.000 Euro. Mit dem Modell, was wir gefahren haben, das Ultimate CFR mit Shimano Dura Ace DI 2, 2x12 Gruppe mit Funkschaltung und noch etwas teurer, fast 11.000 Euro, ist das Canyon Ultimate CFR mit SRAM Red E-Tap Access Gruppe und das hat auch andere Laufräder. Das Rad, was wir gefahren haben, hat super leichte DT Swiss Montchasseral Laufräder, richtige Climbers Laufräder, super leicht. Und die beeinflussen auch das Fahrverhalten. Dazu später mehr. Nochmal kurz zu den Modellen. Was gibt es noch? Oder beziehungsweise welche fanden wir besonders interessant? Das ist einmal das Canyon Ultimate CF SLX 9 mit DI2, mit Shimano Dura Ace DI2. Das ist das teuerste SLX-Modell, hat auch schon Aero-Laufräder an Bord und ist eben das günstigste Shimano Dura Ace-Modell in der Baureihe. Es kostet 8.699 Euro und wiegt auch schon unter UCI-Limit, nämlich 6,67 Kilo laut Canyon. Und dann gibt es in der Ultimate CFSL-Baureihe noch einige spannende Modelle. Nämlich, wie ich finde, das Canyon Ultimate CFSL 8 Aero, das mit aerodynamischen Laufrädern, den höchsten in der ganzen Modellpalette, konsequent auf Aerodynamik getrimmt ist und auch die Shimano Ultegra DI2-Gruppe mit 2x12 Gängen an Bord hat. Und dabei noch relativ leicht ist mit 7,26 Kilo. Das ist also nach meiner Meinung nach das Bike in der Modellpalette, was am erschwinglichsten ist und gleichzeitig am meisten den neuen Aero-Vorteil am Ultimate ausnutzt. Und dann gibt es noch ein echtes Climbers-Bike, was ja auch die andere Seite des Ultimate ist. Eigentlich die traditionelle Seite des Ultimate. Dann gibt es ein neues Climbers-Bike. Das ist das Ultimate CFSL 7 DI2 mit Shimano 105 DI2. Ist natürlich ein bisschen spannend, Frage, wann die kommt. Und es wiegt nur etwas über 8 Kilo und kostet dabei 3.999 Euro. Ja, schnell noch ein paar Worte zur Geometrie des neuen Ultimate. Das ist schnell abgehandelt, denn das neue Ultimate hat eigentlich die gleiche Geometrie wie das Aero-Rennrad von Canyon. Das bedeutet eine sehr flache Sitzposition. Es ist also wirklich ein echtes Race-Rennrad. Profis können jetzt einfach umsteigen zwischen Ultimate und Aero, was ja eigentlich für die Profis auch Sinn macht, dass die sich nicht groß umgewöhnen müssen. Und für uns Otto-Normal-Rennradfahrer heißt das, wir haben ein echtes Race-Rennrad, eben mit einer flachen Sitzposition, einem sehr kompakten Radstand, einer agilen Lenkung. Und wie sich das verhält auf der Straße, dazu will ich gleich noch was sagen. Was ich noch bemerkenswert finde, ist, dass Canyon nach wie vor das Bike in 8 verschiedenen Größen anbietet, von 3XS bis 2XL. Damit werden sehr viele Größen bedient. Canyon hat auch gesagt, dass es möglich ist, das Cockpit, was eigentlich zum Rad gehört und was man ja nicht individuell umbauen kann, bis auf die Breite und die Höhenverstellung um 1,5 cm, dass man das auf Wunsch auch anders bestellen kann und dann direkt sein Ultimate Up Canyon Home anders geliefert bekommt. Für alle Leute, die eben etwas abweichende Körpermaße haben. Canyon hat ja ansonsten dieses Fitting-System entwickelt, beziehungsweise diese Datengrundlage, womit eigentlich die meisten
Proportionen sehr gut bedient werden. Ich zum Beispiel bin so ein Fall, ich bin so ein typischer M-Typ und ich habe auch bei Canyon die Größe, also bei Kleidung bin ich so ein typischer M-Typ und ich habe auch bei Canyon immer zuverlässig M und das passt auch immer wie angegossen für mich. Wenn es aber nicht passen sollte, hat Canyon eben auch neuerdings ein Angebot. Geometrie ist damit abgehandelt und jetzt die spannendste Frage, wie war mein Fahreindruck vor Ort? Ein bisschen habe ich schon vor Ort mir dazu in die Kamera gesprochen, das spiele ich euch jetzt mal ein. Da bin ich wieder. Ich habe mich auf den Gipfel des Col de la Madone gekämpft und mit mir zusammen sind auch ein paar Profis hochgefahren, schon Räder gesehen von Pinarello, ein Dogma, und hinter mir steht das Canyon, mit dem ich ja hochgefahren bin und von dem ich jetzt euch kurz meinen ersten Testeindruck erzählen will. Ja, was so das Bestechendste an dem Rad ist, ist natürlich super leicht und hat den super leichten Laufradsatz und das ist wirklich motivierend, wenn man jetzt nochmal in die Pedale tritt und wirklich schon ein bisschen am Anschlag ist und auch merkt schon, wenn man ein bisschen stärker reintritt, dass dann auch nochmal was kommt. Also wie das Rad auch bei kleinen Beschleunigungen direkt eintritt, das ist wirklich famos und das ist der bestechendste Eindruck, wenn man hier hochfährt. Gestern sind wir auch schon ein paar Abfahrten gefahren, vom Col d'Aix runter nach Villefranche-sur-Mer. Das war eine super Abfahrt, über 70, 80 km/h. Und das Rad liegt wie ein Brett auf der Straße. Das ist so der zweite hervorragende Eindruck, den ich habe. Neben vielen kleinen anderen Eindrücken. Also das Rad, trotz der eher weniger seitensteifen Laufräder von DT Swiss, ist das wirklich auf der Abfahrt super zu fahren, zu steuern. Es ist eher eine agile Auslegung. Die Geometrie ist genau wie beim Airroad, sagt Canyon. Ich finde, es ist ein bisschen agiler, fühlt sich agiler an. Das mag an den Reifen liegen. Ich hatte jetzt hier Schwalbe Pro One TT Reifen drauf, die natürlich auch leicht rollen und vielleicht nochmal ein bisschen mehr Leichtigkeit ins Spiel bringen. Hinten 28, vorne 25. Ja, das macht natürlich auch die leichten Laufräder, machen die Lenkung so ein bisschen nervöser. Vielleicht ist das der Eindruck. Ich habe selber einen Airroad und kann es deswegen direkt vergleichen. Es fühlt sich mit diesen Laufrädern ein bisschen agiler an, auch in der Abfahrt. Aber trotzdem messerscharf. Ja, das sind so meine zwei wichtigsten Eindrücke. Ansonsten, ich fahre ja das CFR hier, Test. Und das ist nicht nur leicht, das hat auch eine profimäßige Übersetzung. Und ich habe die 3630, die da montiert sind, wirklich gebraucht. Ich hätte mir vielleicht eine Kompaktkurbel gewünscht. Aber das Rad ist ja auch nicht für Menschen wie mich, sondern eher für Leute, die auch dieses Pinarello hier auf den Berg gefahren haben. Oder Leute, die gerne so sein möchten. Oder Leute, die eine ähnliche Leistung haben oder fast so eine Leistung haben. Moderne Race-Rennräder, so mit Scheibenbremse, die wiegen so um die 8 Kilo in der Mittelklasse heutzutage. Und ich bin ja das CFR gefahren, was wirklich ein sehr teures Rad zugegebenermaßen ist. Und das wog ja nur knapp über 6 Kilo. Und das ist ein Unterschied von 2 Kilo. Und jeder, der sagt, dass man das nicht merken kann, der lügt. Das merkt man sofort. Und das ist natürlich auch der hervorstechendste Eindruck. Also das merkt man beim Tragen, das merkt man am Berg sofort. Und dann kommt noch dazu, dass das Rad, was ich gefahren habe, ja die Montchasseral-Laufräder von DT Swiss hatte. Und das sind auch nochmal super leichte Laufräder. Mit zudem sehr leichten Reifen, die auch in den CFR-Modellen serienmäßig montiert sind. Das sind die Schwalbe Pro One TT. Die sind eigentlich nicht für ihre Pannensicherheit bekannt, sondern echte Zeitfahrreifen, eigentlich mit einem sehr geringen Rollwiderstand. Und die sind außerdem auch noch super leicht und sorgen eben dafür, dass das Rad, das auch steifer wurde gegenüber dem Vorgänger, aber vor allen Dingen im Lenkkopf, das Rad wirkt einfach im Antritt wie eine Rakete, auch am Berg. Also das beflügelt wirklich. Das gibt einem nochmal ein ganz anderes Gefühl. Das ist so ein hervorstechender Eindruck, der sich natürlich auch mit anderen Rädern außer dem Canyon einstellt. Aber das gibt eben nicht so viele Räder mit so einem geringen Gewicht. Ja, was noch? In der Abfahrt liegt das Rad hervorragend, kann ich sagen. Also auch mit den DT Swiss Laufrädern, die eigentlich nicht für ihre Seitensteifigkeit bekannt sind, hatte ich überhaupt keine Probleme in Kurven, sondern konnte die alle genau so durchfahren, wie ich es mir auch vorgenommen hatte. Und das Rad liegt gut auf der Straße. Es ist
Es gibt nicht jede Rille direkt an den Fahrer weiter, sondern schluckt auch mal einiges weg. Es lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen, wenn da mal in der Kurve so ein Asphaltflicken liegt, sondern auch das federt das so noch so ein bisschen ab und bleibt auch danach, also wenn da so ein bisschen Unruhe ins Fahrwerk kommt, auch noch sicher in der Spur. Also es ist wirklich ein sehr fahrsicheres, aber dabei agiles Rad. Also das Rad ist wirklich, wie ich auch schon eben die Geometrie erklärt habe, wirklich ein sehr lebendiges Rad. Also es wirkt auch in der Abfahrt lebendig, nicht so, dass es einen immer wieder von alleine in die Gerade zieht, sondern man muss schon so ein bisschen aktiv fahren und eine sensible Hand am Lenker haben, aber dann kann man wirklich mit dem neuen Ultimate wirklich super glücklich werden und mir hat es Riesenspaß gemacht in den Abfahrten und in den Anstiegen. Ja, die große Frage ist, wie ist es auf der Geraden? Denn das Rad soll ja aerodynamischer geworden sein. Das Bike, was ich gefahren habe, hatte ja diese DT Swiss Laufräder und die sind eben gerade nicht besonders aerodynamisch und ich glaube, dass ich das auch spüren konnte. Ich fühlte mich da nicht so schnell drauf. Also sowieso nicht so schnell drauf wie auf einem Aero-Rennrad. Wir haben ja letztens einen Aero-Rennrad-Test gehabt und auch letztens nochmal ein ganz neues Aero-Rennrad getestet auf Rennrad-News, wozu es auch ein Video gibt, wenn ihr unseren Kanal euch anschaut. Also wie ein Aero-Rennrad wirkt es mit den Laufrädern nicht. Ich bin gespannt, es soll noch ein Testrad hier zu uns in die Redaktion kommen für weitere Testfahrten. Da werde ich Aero-Laufräder dran machen, ob man dann einen Unterschied merkt. Aber ein Aero-Rennrad ist es definitiv nicht. Also es ist mehr in der CFR-Version, die ich gefahren bin, mehr auf der Climbers-Bike-Seite als auf der Aero-Seite. Aber trotzdem muss man nicht das Gefühl haben, dass einen das Bike ausbremst. Das ist vielleicht so ein bisschen das, man muss jetzt nicht denken, oh, ich verliere jetzt 20 Watt gegenüber den anderen Leuten, die vorne Solo fahren, nur weil ich kein Aero-Rennrad habe, sondern ein Ultimate. Was vielleicht so ein bisschen bei älteren Modellen aus der Generation, aus der Ultimate-Serie der Fall war. Ja, das sind so meine wichtigsten Fahreindrücke. Dann vielleicht noch so ein paar Sachen, die mit dem Rad konkret zu tun haben. Mit dem Modell, das ich gefahren bin, der Sattel war ein super leichter Selle Italia Sattel, C59 Carbon. Der war erstaunlich komfortabel und man konnte auch so richtig den Flex an den Seiten sehen. Und mit diesem Sattel ist das Rad aber nur bis 90 Kilo zugelassen. Ansonsten ist es bis 120 Kilo zugelassen. Vielleicht auch noch eine wichtige Information. Also 120 Kilo Rad- und Fahrergewichtszulassung wie die meisten Rennräder von Canyon eben. Ja, das war's. Vielleicht jetzt noch mein Gesamtfazit zur neuen Canyon Ultimate Modellpalette und zum Fahreindruck aus Nizza. Für mich ist das Rad, wie es jetzt dasteht, eins der besten Race-Rennräder der Zeit, gar keine Frage. Und das bekommt man noch zu einem erschwinglichen Preis, erschwinglicher als bei manch anderem, gerade in den CFSL-Varianten mit dem neuen Cockpit. Finde ich das eine sehr spannende Geschichte, auch mit der neuen Shimano 105 Di2, so wie sie denn verfügbar ist. Ich begrüße sehr den Aero-Bonus, meine den auch ein bisschen gespürt zu haben, wenn auch nicht so stark wie die Gewichtsvorteile, die bei dem CFR-Modell ja überragend sind. Unterm Strich ein sehr spannendes Race-Rennrad und die echten Mitbewerber, um die leistungsmäßig meinem Gefühl nach und auch den Papierwerten nach ähnlich wie das Canyon Ultimate sind, die kann man an weniger als 5 Fingern von einer Hand abzählen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal wieder zuzuschauen bei Rennrad News. Ich hoffe, ihr habt alle Informationen gefunden, die ihr haben wollt über das neue Ultimate. Sonst lest den Artikel, da steht noch viel, viel mehr drin. Artikel ist unten verlinkt. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn wir ein neues Video haben. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr davon erfahren wollt. Und bis bald. Tschüss.